Das Inhalationsgerät BCS IH16. Der Becura Inhalator ist ein zertifiziertes Medizinprodukt, das die sichere Inhalation von Bienenstockluft ermöglicht. Das Gerät wurde für die Behandlung von Atemwegsproblemen entwickelt. Es ist für Erwachsene wie für Kinder geeignet. Sicherheit hat bei der Nutzung von Bienenstockluft oberste Priorität. Ein Deckel zwischen Bienenvolk und Inhalator schützt Mensch und Biene. Der Deckel besitzt eine Öffnung, die durch eine gefalzte Abdeckung verschlossen ist. Die Unterseite des Deckels ist mit einem Edelstahlgitter der Maschenweite von 2 bis 3 mm ausgestattet. Jedes Volk, das zur Bienenluftbehandlung vorgesehen ist, muss einen solchen Deckel erhalten. Individuelle Beutengrößen wurden in der Entwicklung berücksichtigt. Auf den Deckel folgt die Absaughaube. Sie wird zur Inhalation auf die Bienenbeute aufgesetzt. Zwei Griffmulden ermöglichen ein leises Vorziehen des Deckels, sodass die Bienen nicht gestört werden und keine Bienenluft entweicht. Ihr zweischaliger, doppelschichtiger Aufbau bewirkt, dass die Temperatur der Bienenstockluft erhalten bleibt. Das rechteckige Format ermöglicht eine große Fläche zum gleichmäßigen Absaugen aller Wabengassen. Die nächsten Komponenten sind Dichtring und Filter. Der Filter der Klasse G2 filtert die Schwebeteile aus der Bienenstockluft. Gewechselt wird er einmal im Jahr. Dichtring und Filter befinden sich zwischen Absaughaube und Steuereinheit. Herzstück des Inhalators ist die Steuereinheit. Sie ist eine Eigenentwicklung der Becura GmbH. Die Steuereinheit umfasst die gesamte Elektronik, die den Betrieb des Lüfters und der Schlauchheizung reguliert. Der Lüfter ist als Medizinprodukt zertifiziert. Er wird auch in Nachtbeatmungsgeräten verwendet. Zwei Rändelschrauben sorgen für einen festen Sitz auf der Absaughaube. Der beheizbare Schlauch garantiert, dass Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Bienenstockluft konstant bleiben. Er verhindert die Ablagerung von Kondensaten. Die Befestigung erfolgt über den Schlauchhalter. Das Ventil wird auf den Schlauch aufgesteckt. Es besitzt zwei Membranen, die jeweils für die Zuluft und die Abluft getrennt öffnen und schließen. Die erste, zum Ventilator zeigende Membran, verhindert das Zurückatmen in den Schlauch. Die zweite Membran gibt die ausgeatmete Luft nach außen frei. Durch die Sperre wird keine Raumluft eingeatmet. Das Ventil ist so konstruiert, dass es nur richtig an den Schlauch angeschlossen werden kann. Abschließend wird die Atemmaske auf die schmalere Öffnung des Ventils aufgesteckt. Die Inhalationsmaske macht den Becura-Inhalator komplett. Schlauch, Maske und Ventil sind Bestandteile der Patientenbox. Dieses persönliche Patientenset erhält jeder Patient zu Therapiebeginn. So wird die Hygiene während der gesamten Behandlung gewährleistet. Nutzen Sie mit dem Becura-Inhalator BCS IH16 das volle Potenzial Ihrer Bienen.